Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit einem kurzen Infovideo. Und zwar, jawohl, wie ihr den Titel schon entnehmen könnt, ist es tatsächlich wieder soweit. Weihnachten steht vor der Tür. Und genau in diesem Zusammenhang habe ich gleich auch nochmal eine kurze Ankündigung zu machen, aber mehr dazu gleich. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal los. Ja, ich bin gerade eben frisch von der Arbeit gekommen, hatte heute den letzten Arbeitstag hinter mir tatsächlich für dieses Jahr. Und dann jetzt tatsächlich auch, ja, großen Weihnachtsurlaub. Aber erstmal möchte ich euch allen, ja, frohe Weihnachten wünschen. Ja, es ist jetzt an der Zeit, mal wieder ein bisschen runterzukommen. Die letzten Monate waren schon ziemlich, ja, stressig, finde ich. Deswegen, genau, ich hoffe, ihr könnt Weihnachten mit euren Liebsten feiern und ja, eine schöne, harmonische, ruhige Zeit verbringen einfach. Und ihr kommt auch gut ins neue Jahr rein. In diesem Zusammenhang kommt eine kleine Ankündigung. Dieses Jahr wird es keinen Jahresrückblick geben, tatsächlich von mir. Deswegen an dieser Stelle nochmal vielen, vielen herzlichen Dank an alle Abonnenten, die dieses Jahr dazugekommen sind. Ich meine, das ist ja wirklich richtig krass, ja. Also ja, dieses Jahr ungefähr wieder, keine Ahnung, 100 oder so. Meine Güte, das ist wirklich unbeschreiblich. Ich bin überwältigt, muss ich ganz ehrlich so sagen. Und ja, das ist schon das größte Weihnachtsgeschenk überhaupt für mich. Aber ja, das wo. Ja, jetzt bin ich gerade tatsächlich sprachlos geworden, weil ich mir das vorgestellt habe. Einfach mal so viele Abonnenten zu bekommen. Genau, wie gesagt, vielen, vielen Dank dazu. Und dann würde ich auch zu meiner nächsten Ankündigung kommen. Und zwar, ja, es geht für mich ab dem zweiten Weihnachtstag in den großen Jahresurlaub. Tatsächlich. Das heißt, da wir wirklich 3 Jahre jetzt auf diesen Urlaub gewartet haben, wir wollten eigentlich im März 2020 runterfliegen, beziehungsweise Familie besuchen fahren. Die Schwiegerfamilie von meiner Frau, die Eltern. Und genau, da das ein bisschen weiter weg ist, der eine oder andere wird es wohl wissen, ja, werde ich für einen längeren Zeitraum tatsächlich jetzt nicht da sein. Das heißt, es wird von heute an, heute kommt glaube ich gleich noch die Folge, ja, von Silent Hill. Aber ab morgen dann quasi, ab Heiligabend, morgen ist Heiligabend, und bis zum 30. Januar wird es keine Videos von mir geben. Weil ich diese Zeit auch einfach mal nutzen möchte, um mal wieder ein bisschen Kraft zu tanken und genau, ein bisschen Zeit wieder mit der Familie zu verbringen und die Kommentare werde ich noch beantworten, ganz klar. Die YouTube Studio App bleibt auf meinem Handy installiert. Aber wie gesagt, die anderen Sachen, ja, also Videos und so, kommen dann erst wieder Ende Januar. Ich brauche einfach mal die Auszeit, auch tatsächlich diesen Monat jetzt. Ich hoffe, ihr versteht das und seid mir nicht allzu böse. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr dann in der Zeit meine alten Projekte schauen, nicht wahr? Okay, ja, ach meine Güte, meine Frau kocht schon, jetzt Weihnachtsessen, ach, das wird wieder schön morgen. Okay, gut, Freunde, wie gesagt, ich verabschiede mich in meinem großen Urlaub und wünsche euch allen eine gute Zeit, kommt gut ins neue Jahr, habt eine frohe Weihnacht und genau, dann würde ich sagen, hören uns, ja, wir hören uns wieder am 30. Januar mit den nächsten Videos. Alles klar, bis dann, euer Sebi.